Lege dich ganz entspannt hin. Lege dich hin oder setze dich bequem hin, sodass du die nächsten 5 bis 10 Minuten entspannt liegen kannst. Atme 3-mal tief ein und aus. Nochmal tief ein und aus. Schließe nun deine Augen und stell dir vor, Grünau ist einmal unter Wasser. Und während du daran denkst, versuchst deinen Atem so ruhig wie möglich zu halten. Du merkst langsam, wie deine Beine wärmer werden und deine Hände. Und versuch am besten an nichts zu denken, außer an meine Stimme und an Grünau. So, jetzt werden deine Beine langsam immer schwerer und du sinkst immer weiter runter und atmest dabei ganz ruhig und schön weiter. Deine Füße werden langsam zu Flossen, deine Haut und deine Füße werden langsam immer mehr zu Flossen. Immer mehr und mehr und mehr. Stell dir vor, welche Farbe sie haben könnte, wie sie aussieht, welche Schnelligkeit sie hat und dann öffne deine inneren Augen und dann stell dir vor, wie auf einmal du unter Wasser in deinem königlichen Bett im Spielerhaus liegst und langsam schwimmst du raus, um mal zu gucken, was sich verändert hat. Du siehst, alle haben auf einmal Flossen. Und dann schwimmst du zur Tür raus. Und gleich vor dir siehst du das Alleecenter. Darauf schwimmst du geradezu. Immer weiter schwimmen. Und immer weiter. Am besten so gemütlich wie möglich. Dann schwimmst du langsam ins Alleecenter rein und gehst immer mehr zur Mitte. Schwimmst immer mehr zur Mitte, bis du bei dieser riesengroßen Kuppel bist. Und da siehst du dann ganz viele bekannte Freunde, wie Dori und Nemo und Ariel und Sebastian und Fabius und sagst ihnen Hallo. Hey, hallo, hey! Na, was machst du denn, schöne Meerjungfrau? Ich schwimme durch Grünau und gucke mir die an. Cool, können wir mitkommen? Klar, warum nicht? Ihr könnt gerne mitkommen. Dann gehen wir jetzt weiter. Juhu! Wir schwimmen aus dem Alleecenter geradezu raus und schwimmen über die Brücke. Und sehen, dass da Unterwasserzüge gerade halten, wo viele, viele Meerjungfrauen und Meermänner aussteigen. Und jetzt siehst du da vorne schon 2 Linien aus dem Wasser ragen, die so leicht mit Algen bedeckt sind. Hey, lass uns ein Wettrennen machen, wer als erstes oben ist. Ja, los! Jetzt schwimmt ihr los davor. Auf die Plätze, fertig, los! Juhu! Erster! 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 Du hast gewonnen, aber ich bin auch ein bisschen traurig darüber. Aber du hast gewonnen, super. Schön. So. Jetzt schwimmen wir
wollen wir weiter schwimmen zum Kulkwitzer See? Ja, da wohnt auch das Kulki-Krokodil oder das Kossi-Krokodil. Das Kulki-Krokodil wohnt da, das weiß ich schon. Dann lass uns vorschwimmen. Wollen wir mit der Bahn fahren oder wollen wir vorschwimmen? Bahn. Bahn, okay, dann fahren wir mit der Bahn. Dann schwimmen wir erstmal vor zur Haltestelle. So, wir schwimmen und schwimmen und einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich habe ein Deutschland-Unterwasser-Ticket. Ja, ich auch. Und wir schwimmen weiter vor. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was noch ein hier? Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich liebe Schwimmen, denn wenn du schwimmst, dann ist die Welt so wunderschön. Entschuldigung, Dori, dass ich das von dir geklaut habe. Kein Problem, du hast es viel schöner gesungen. Das ist schön. Nun, sie sind vorne. Die Bahn kommt in einer Minute. Das ist doch schön. Die Bahn ist gleich da. Guck mal, da vorne kommt sie schon. Juhu. Wir steigen jetzt alle ein und setzen uns hin. Und wir fahren vor. Nächste Haltestelle. Kulkwitzer See. Endstation. Wir bitten Sie auszusteigen und freuen uns, Sie wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. Wir sind da! Ich liebe Unterwasserseen. Ein Krater unter Wasser. Ein Unterwasserkrater. Und jetzt lass uns noch kurz vorschwimmen und mal gucken, ob wir da noch neue Freunde treffen. So, das ist der Kulkwitzer Krater. Ich finde den voll schön. Aufregend. Hat irgendwie eine lustige Form. Ja. Als nächstes schwimmen wir zum Robert-Koch-Park. Ja. So, wollen wir wieder mit der Bahn vorfahren oder wollen wir nicht mehr schwimmen? Können wir unter Wasserfahrrad fahren? Wir können unter Wasserfahrrad fahren. Ja, das ist eine gute Idee. So, dann aber wie wollen wir bitte schön Fahrrad fahren, wenn wir keine Beine haben, sondern nur Flossen? Wie wollen wir den da vorfahren? Wir müssen doch links und rechts eigentlich was. Vielleicht einen Turboantrieb für die Flossen. Genau, das ist eine gute Idee. Ja. So. Und schon sind wir vorne am Robert-Koch. Lass uns auf die große Wiese schwimmen. Auf die große Algenwiese. Vielleicht mal was essen, fände ich gut. Ich habe Hunger. Ja, wir können ja gleich noch was essen gehen. Wir schwimmen. Lass uns jetzt vor zum Döner schwimmen, dass wir was essen können. Wir haben die lecker Algendöner für nur 2 Euro im Angebot. Eigendöner! 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 Ja. Los, dann lass uns vorschwimmen. So, wir hätten gerne 8 Algendöner, bitte. Kein Problem, hier bitteschön. Dankeschön. Lasst euch schmecken. Danke. Schmeckt ja lecker. Welche Soße hast du? Ich habe die Algen-Spezial. Und du? Ich weiß gar nicht, sieht komisch aus. Ich glaube, du hast die Krabbensoße. Ja, könnte sein. Cocktail-Krabben. Aber Sebastian. So wie Sebastian. War nicht unsere Absicht. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Wir essen sonst keine Fische unter Wasser. Okay, lass uns jetzt zurückschwimmen. Ja, es war ein richtig aufregender Tag. Ja, und sehr anstrengend. Ja, aber auch entspannt. Ja, das war ein sehr schöner Tag. Was machst du noch heute? Also ich würde doch machen, ich schwimme da doch nach Hause. Das ist eine gute Idee und dann lege ich mich schlafen. Du hast auch richtig schöne Strähnen in den Flossen. Ja, das finde ich auch. Und ich habe meine Mähne ist total schön. Hast du auch die Nägel gemacht? Ja, ich habe meine Nägel auch gemacht. Die habe ich auch sehr schön gemacht.
Alles schimmert so unter Wasser. Ja. Lass uns nochmal den Schimmer genießen. Ja. Machen wir nochmal an die Oberfläche schwimmen und so ein bisschen von der Sonne bestrahlen. Gerne. So, wir sind wieder zurück. Du spürst nochmal die letzten Sonnenstrahlen auf deiner Haut und du merkst, wie die Flossen austrocknen und du langsam wieder Beine bekommst und eine Haut. Und langsam merkst du, dass dein Körper immer wieder leichter wird und du langsam zurück in deinen Körper kehrst. So, jetzt öffnest du langsam die Augen, schaust dich um, lässt deine Augen wieder ans Licht gewöhnen und streckst dich. Streck dich in alle Richtungen, wie es dir gut tut oder wie es sich gut anfühlt. Und dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Auf die Flossen!